Ja, wenn man diesen Titel so sieht, Chamäleon, Gravitation, dann denkt man erstmal an irgendein schlaues Tierchen, was sich sehr gut verstecken kann, weil es seine Farbe ändern kann. Und da fragt man sich, was hat das denn überhaupt mit Gravitation zu tun? Das werden wir dann gleich im Vortrag merken. Zunächst mal die Frage, hat irgendjemand in diesem Raum, außer Peter Trüb, schon mal davon gehört? Nee? Also mir ging es ehrlich gesagt genauso. Der Peter hat mich dann angefragt, sagt, hier ist ein Thema, das könnte dich interessieren. Möchtest du darüber mal einen Vortrag halten auf der Physiktagung? Und ich habe gesehen, Chamäleon, Gravitation, was könnte das denn sein? Also ich war sozusagen genauso überrascht. Wir bewegen uns, wenn wir davon sprechen, in den, sag mal, in dem klassischen Modell der Kosmologie. Also wir haben vor Augen das Modell, das Standardmodell der Kosmologie, an dem einige Dinge nicht zu stimmen scheinen. Und die Kosmologen suchen heutzutage ja nach Lösungen, zum Beispiel für dunkle Materie, für dunkle Energie, weil es da einfach Dinge gibt, die nicht übereinstimmen mit dem, was man vom Modell her erwartet. Und in diesem Zusammenhang steht ja auch diese Chamäleon-Gravitation. Und um das Ganze besser zu verstehen, werde ich, sag mal, den Titel von hinten aufrollen. Ich fange an mit dunkle Energie, dann rede ich etwas über, ja, welche Art von Ersatzmöglichkeiten, welche Art von Erklärungsversuchen für diese dunkle Energie gibt es dann heutzutage schon oder werden in der Literatur diskutiert. Und wir werden merken, da kann ich bei weitem nicht alle durchgehen, weil es gibt so viele Alternativen, die vorgeschlagen werden. Das wäre sozusagen ein wochenfüllendes Programm. Um dann tatsächlich auf diese eine Alternative ein bisschen näher einzugehen, diese Chamäleon-Gravitation, und daraus dann auch ein vorläufiges Fazit zu ziehen. Also zunächst mal dunkle Energie, was hat es damit auf sich? Die traditionelle Erwartung von dem kosmologischen Standardmodell ist, dass das Weltall sich zwar ausdehnt, aber dass es diese Ausdehnung sich irgendwie verlangsamen würde aufgrund der Gravitation. Also die Galaxien, die ziehen sich sozusagen gegenseitig an und das würde bedeuten, dass die Ausdehnung sozusagen irgendwann gebremst wird dadurch. Und die Frage, die eigentlich immer so in dem Raum stand, seitdem man das entdeckt hat, und das ist ja schon fast 100 Jahre her, dass man diese Ausdehnung des Weltalls quasi entdeckt hat, die offene Frage war immer, ist das Weltall geschlossen? Das heißt, hört die Ausdehnung irgendwann komplett auf und geht dann wieder, also kehrt sich um und die Galaxien gehen dann wieder näher zusammen. Das nennt man dann ein geschlossenes Weltall. Oder ist es offen? Das heißt, die Ausdehnung geht immer weiter, obwohl es sich verlangsamt. Oder ist es, oder ist es flach? Und flach bedeutet dann, dass quasi die Ausdehnung immer langsamer wird und irgendwann ganz sozusagen still wird, also aufhört. Ah, es kommt wieder zurück. Keine Ahnung, was da los war. Gut, also das Weltall würde sich sozusagen ausdehnen, aber immer langsamer werden. Das war so die klassische Erwartung. Und ganz überraschend hat man dann so ungefähr, ich glaube vor 20 Jahren war das erste Mal, dass die ersten Messungen aufkamen und die ersten Befunde, dass eben diese Beschleunigung beschleunigt ist. Das heißt, dass die Beschleunigung immer stärker wird, dass die Geschwindigkeit der Ausdehnung sozusagen höher wird. Also die gestrichelte Linie hier in diesem Modell, die hat man eigentlich ehrlich gesagt nicht erwartet. Das war eine Überraschung. Und seitdem spricht man von dunkler Energie. Also die dunkle Energie wäre quasi die Quelle, die dazu führt, dass das Weltall sich beschleunigt ausdehnt. Und es wird deshalb dunkel genannt, weil kein Mensch eine Ahnung hat, auch immer heute noch nicht, was das genau ist. Also man sagt, wir messen das zwar, diese beschleunigte Ausdehnung, aber was es verursacht, das wissen wir nicht. Und dieses Bild, das sieht man ja auch ganz oft in der Literatur und ich denke, wir hatten es auch schon auf mehrere Vorträge hier, das versucht quasi in einem Bild dieses ganze Standardmodell so darzustellen und dann sieht man vor allem, dass am Ende sich dieses Ding weiter öffnet, wie so eine Trompete und das soll quasi diese beschleunigte Ausdehnung dann darstellen, die von dieser dunklen Energie dann verursacht wird. Also wie gesagt, wir bleiben bei diesem Vortrag innerhalb dieses Standardmodells, weil auch da die ganze Chamäleon-Gravitation eine Rolle spielt. Wir reden also jetzt nicht von alternativen Modellen oder wie man das von der Schöpfung her sehen könnte. Das ist ein reiner Informationsvortrag zu diesem Thema Chamäleon-Gravitation.
Wie ist man dann überhaupt darauf gekommen, dass das Weltall sich beschleunigt ausdehnt? Die wichtigste Beobachtungsquelle dafür sind sogenannte Supernovae von Typ 1a. Das wird auch einfach abgekürzt als SN1a. Also wenn man sowas mal sieht, SN1a, dann weiß man, SN bedeutet Supernova und 1a ist ein bestimmter Typ von Supernova. Also wir wissen, ein Stern, also Richtung Ende seines Lebens, wenn Wasserstoff verbraucht ist und dann die Heliumverbrennung sozusagen einsetzt, dann explodieren Sterne, je nachdem wie hoch die Masse ist. Kann es ein Supernova werden oder eine normale Nova. Je nach Masse blasen sich die Sterne auf zum roten Riesen und schrumpfen dann wieder und so weiter. Und ein Stadium da drin ist der sogenannte weiße Zwerg. Das ist sozusagen das, was dann übrig bleibt, nachdem die Heliumverbrennung vorbei ist. Und jetzt gibt es Sternsysteme, die bestehen aus zwei Sternen. Und einer davon ist jetzt ein weißer Zwerg. Also der ist quasi schon mal explodiert und ist jetzt zum weißen Zwerg geworden. Und der andere ist noch ein normaler Stern. Und jetzt ist es so, dass es gibt so Sternsysteme, bei denen dann dieser übrig gebliebene normale Stern Masse verliert in Richtung von dem weißen Zwerg. Also man sieht das hier in dem Bild. Hier rechts ist quasi der weiße Zwerg im Zentrum. Das ist ein heller Punkt. Ja, man kann ihn sehen als hellen Punkt. Und da drumherum befindet sich quasi das Gas, was der Begleitstern verliert in Richtung von diesem weißen Zwerg. Dieses Phänomen, dass quasi so Doppelsterne sich gegenseitig Masse zuschieben, ist ja ein bekanntes Phänomen. Und jetzt ist das Interessante, dass diese Scheibe sozusagen irgendwann so massiv wird, dass so viel Masse auf diesen weißen Zwerg übertragen wurde, dass der dann auch explodiert. Und dann eben auch zum Supernova, zum Nova wird, Supernova von eben diesem Typ 1a. Und warum schaut man sich jetzt gerade diese an? Man geht davon aus, dass die Masse, bei dem das passiert, dass die sozusagen in etwa immer gleich ist und auch die Leuchtkraft, die sich daraus ergibt, also wie stark der Supernova dann leuchtet, dass das auch unabhängig davon ist, wie groß oder wie massiv dieser Begleitstern ist. Und das bedeutet, dass man diese Supernova von Typ 1a quasi immer gleich hell beobachtet. Und gleich hell bedeutet, dass sie in der Astronomie als sogenannte Standardkerze verwendet werden können. Das bedeutet, wenn ich einen irgendwo sehe in einer anderen Galaxie, Supernovae kann man auch in anderen Galaxien beobachten, weil sie so hell sind, dann kann ich aus der Lichtkraft, den ich quasi beobachte, und der sozusagen erwartete Leuchtkraft, weil halt eben die immer ungefähr gleich hell sein sollen, kann ich dann schließen, wie weit ist das Ding entfernt. Also man überträgt sozusagen die gemessene Leuchtkraft einfach mit der erwarteten Leuchtkraft und hat dann ein Maß für die Distanz. Und was man dabei festgestellt hat, ist, dass diese Supernovae 1a, dass die umso weiter die weg sind, dass die Licht schwächer sind, als dass man sie erwartet hat. Ja, also aufgrund der normalen Ausdehnung des Weltalls würde man zum Beispiel erwarten, der hat eine Leuchtkraft sag mal von 10, bei der Rotverschiebung, bei der man den misst, und die Rotverschiebung wird dann mit Distanz korreliert, und dann stellt man aber fest, er hat nicht eine Leuchtkraft von 10, sondern nur von 5. Und dann geht man davon aus, der ist also in Wirklichkeit zweimal weiter weg, als das wir eigentlich gedacht hätten. Und aufgrund davon schließt man dann daraus, dass die Beschleunigung des Weltalls größer war als erwartet und die Ausdehnung größer, und daraus schließt man dann umgekehrt auf eine Beschleunigung, dass es quasi immer schneller geworden ist im Laufe der Zeit. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, stimmen dann alle Unterstellungen, die man da gemacht haben, stimmen die? Und die werden natürlich auch von Astronomen in Frage gestellt. Ich fand einen interessanten Artikel, das ist ja erst von Anfang dieses Jahres ist es publiziert, letztes Jahr eingereicht worden in Astrophysical Journal, wo einige genau das in Frage stellen, ob diese Annahmen alle stimmen. Und insbesondere sprechen sie davon, ich mache meinen Pointer hier hin, insbesondere sprechen sie davon, dass die Leuchtkraft von diesen Supernova 1a, dass der doch irgendwas zu tun hat mit, was ist das genau für ein Stern, der Begleitstern, wie groß ist seine Masse und vor allem, wie stark ist die
die Sternentstehungsrate in dem Gebiet, wo diese Supernova stattfindet. Und sie meinen, dass es da Korrelationen gibt, mit anderen Worten, dass die Leuchtkraft von solchen Supernovae eben nicht konstant ist, also nicht immer gleich ist. Und wenn man das dann etwas weiter denkt, dann sagt man ja, wenn zum Beispiel in der Vergangenheit systematisch die Sternentstehungsrate anders war, die durchschnittliche Massen von Begleitsternen anders war und so weiter, dann kann natürlich auch im Laufe der Zeit sich die erwartete Leuchtkraft von so einer Supernova sich verändern. Und wenn das der Fall ist, dann könnte es sein, dass wir sozusagen keine weitere Entfernung messen, sondern einfach eine lichtschwächere Supernova, weil die früher lichtschwächer waren. Wenn das natürlich der Fall ist, dann würde dieses Hauptargument für die dunkle Energie wegfallen. Also deshalb ist es so ein sehr interessanter Befund, den Sie da publizieren. Da es noch ein ganz neuer Artikel ist und ich mich jetzt im Rahmen der Vorbereitung auch nicht die Zeit nehmen konnte, den Artikel komplett durchzulesen und weitere Literatur dazu durchzulesen, ist das im Moment für mich ein bisschen eine offene Frage. Aber ich fand es interessant, dass solche Artikel auch geschrieben werden. Deshalb kann es durchaus sein, wenn das weiter untersucht wird, dass man vielleicht in 5 Jahren oder sowas sagt, die dunkle Energie ist viel, viel geringer als erwartet oder vielleicht gar nicht existent. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt auch noch weitere Hinweise auf dunkle Energie, die eben nicht mit diesen Supernovae zusammenhängen. Es ist sozusagen nicht nur eine Art von Beobachtung, die dazu geführt hat, sondern es sind mehrere unterschiedliche Beobachtungen. Eines davon hängt auch mit diesem kosmischen Hintergrundstrahlung zusammen. Wir wissen ja, das Universum ist ja sehr, sehr gleichmäßig und diese Flachheit und diese Gleichmäßigkeit des Universums ist ja auch eines der großen Rätsel des Standardmodells. Deshalb gibt es auch die Inflation, und um das zu erklären. Und hier ist es so, dass die mittlere Dichte, die Energiedichte im Universum ja sehr nah an der sogenannten kritischen Dichte sein muss, damit das halt eben so flach ist. Und diese Flachheit sozusagen sagt deshalb, wo die mittlere Energiedichte liegt. Die gemessene Energiedichte inklusive dunkler Materie liegt allerdings nur bei 30% davon. Das heißt, daraus schließt man, dass irgendwie noch 70% weitere Energie unsichtbar oder unbekannt sind. Und diese Zahl von 70% dunkle Energie, die kommt ja auch vor aus den Messungen von diesen Supernovae. Das heißt, die zwei Befunde, könnte man sagen, die stimmen miteinander überein und sagen beide, hey, es fehlt irgendwie 70%, die wir nicht kennen. Auch das ist noch nicht die einzige. Es gibt noch weitere Hinweise auf dunkle Energie, die ich einfach nur mal kurz nenne, ohne sie im Detail zu erklären. Da gibt es die großräumige Struktur des Universums, die direkte Messung der Hubble-Konstante und noch irgendeinen ganz besonderen Effekt, Sachs-Wolff-Effekt genannt, der irgendwie Potenzialschwankungen ausgleicht durch Photonen. Das sind so ganz spezielle Sachen, die, denke ich, nur Kosmologen und Astronomen, die sich intensiv damit beschäftigen, verstehen, aber die auch alle in die gleiche Richtung deuten. Es fehlt ein großer Teil der Energie, die wir eigentlich brauchen, um die Effekte zu erklären, und wir wissen nicht, wo die herkommt. Also wie gesagt, mehrere Hinweise auf dunkle Energie im Universum. Oft wird auch die Frage gestellt, wie unterscheidet sich dann dunkle Energie von dunkler Materie? Das will ich kurz an diesem Bild erklären, damit auch dieser Unterschied noch klar ist. Die dunkle Materie, auf die schließt man aufgrund der sogenannten Rotationskurven von Galaxien. Also wir sehen hier eine Galaxie M33, links unten eingezeigt, so einfach das Bild, was Hubble davon macht, also das sichtbare Bild dieser Galaxie. Und was man jetzt messen kann in dieser Galaxie, wenn man von innen nach außen geht, ist, wie hoch ist die Drehgeschwindigkeit der einzelnen Sterne in dieser Galaxie. Also die drehen sich quasi um das Zentrum herum. Und wenn man weiter nach außen geht, dann wird die Drehgeschwindigkeit größer. Und was man jetzt erwarten würde, einfach nur aufgrund von der geschätzten Masse, die man aufgrund des sichtbaren Lichtes empfängt. Also man kann Sternzählungen machen, man kann Schätzungen machen, wie viele Sterne gibt es da von innen nach außen. Nur aufgrund davon würde man erwarten, dass die Geschwindigkeit von innen nach außen erstmal zunimmt, einen Höhepunkt erreicht und dann wieder abnimmt. Das wäre die normale Erwartung aufgrund der, ich sag mal, sichtbaren oder messbaren Materie in der Galaxie.
In Wirklichkeit findet man, dass die Geschwindigkeit zunimmt. Hier die gelben Punkte sind quasi bis zu einem sichtbaren Bereich. Also das sieht man hier auch, da hört für uns gefühlt die Galaxie ungefähr auf. In Wirklichkeit besteht aber so eine Galaxie auch noch aus sehr viel Gas, was an der Galaxie angebunden ist. Und wenn man also weitere Messungen macht aufgrund von dem Wasserstoff, wo man quasi die sogenannte 21 cm Radiolinie messen kann, wie schnell sich das Wasserstoff, diese Wasserstoffwolken in der Galaxie auch noch mitdrehen, dann sieht man, dass diese Rotationskurve sich da einfach so fortsetzt, sodass auch weit außerhalb der Galaxie noch Gas mit dieser Galaxie mitdreht. Und alles deutet darauf hin, dass die Geschwindigkeiten dort deutlich höher sind, als man erwartet. Und die Erklärung dafür ist, dass sich mehr Masse in der Galaxie befindet, als man normalerweise annimmt. Dafür müssen dann die Außenschichten sozusagen schneller drehen, damit sie nicht ins Innere hineinstürzen. Das ist quasi die Erklärung dafür. Und das ist, das ist dann, was man dunkle Materie nennt. Also irgendetwas, was schwer ist, was gravitativ wirkt, was man aber nicht sehen kann. Deshalb kann man es gut so sagen, die dunkle Materie macht sich durch Gravitation, durch Anziehungskraft bemerkbar und sonst kann man sie nicht sehen. Die dunkle Energie hingegen, könnte man sagen, die macht sich antigravitativ bemerkbar, weil die zeigt ja eine Beschleunigung, die sozusagen größer ist, als was man erwartet vom Weltall. Das bedeutet, dass sie eigentlich entgegen der Gravitation arbeitet. Und da ist auch dann der Unterschied, denke ich, am klarsten zwischen dunkler Energie und dunkler Materie. Ja, jetzt hat es natürlich von Anfang an Erklärungsversuche gegeben für diese dunkle Energie. Und das Bild, was ich so daneben gezeichnet habe, Einstein mit der sogenannten Lambda-Konstante, die Einstein-Konstante, das ist ja so der klassische Erklärungsversuch. Wenn wir so das standardkosmologische Modell anschauen, ich meine, auch wenn vielleicht nicht jeder diese Gleichungen lesen kann, gesehen hat, haben die vielleicht die meisten schon mal, das sind die sogenannten Einstein-Gleichungen, die hier stehen, das Standardmodell der Kosmologie basiert darauf. Hier links stehen die Anteile, sag mal, die Raummetrik und die Raumkrümmung beschreiben und rechts steht hier der ganze Energieinhalt. Das heißt, da gehört Masse, Energie und Impuls dazu. Das alles in vier Dimensionen. Also diese Mu und Nu gehen über vier Dimensionen, drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Deshalb ist das quasi eine sogenannte Tensorgleichung mit sehr vielen einzelnen Komponenten, hier zusammengefasst in einer einfachen Formel. Aber wie gesagt, da steckt sehr viel noch dahinter an Details. Und diese berühmte Gleichung, die kann man eventuell ergänzen mit einem weiteren Parameter, eine sogenannte Konstante, der Einstein-Konstante. Und diese Einstein-Konstante war ursprünglich von Einstein auch in seine Modellierung reingenommen, weil diese Gleichungen entstehen ja durch Integration. Und wie man weiß, wenn man integriert, dann hat man auch immer eine Randbedingung, die man zusätzlich erfüllen kann. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich beschleunige mit meinem Auto ich beschleunige 2 Minuten lang mit meinem Auto mit einer bestimmten Beschleunigung und ich frage dann, welche Geschwindigkeit habe ich am Ende, dann muss die erste Frage sein, ja, welche Geschwindigkeit hattest du dann am Anfang? Weil dann kann ich integrieren die Beschleunigung, dann weiß ich, welche Geschwindigkeit ich am Ende hatte. Oder auch, welche Distanz habe ich abgelegt, wenn ich einfach 100 Stundenkilometer fahre mit meinem Auto. Dann kann ich sagen, nach einer Stunde habe ich dann 100 Kilometer abgelegt, wenn die Geschwindigkeit nicht verändert. Aber wo ich dann gelandet bin am Ende der Straße, hängt natürlich davon ab, wo ich angefangen habe. Das heißt, bei der Integration hat man immer schon eine zusätzliche Konstante, die irgendwie sagt, Integrationskonstante muss man hinzufügen. Und Einstein hat deshalb bei der Entwicklung seiner Theorien auch gemerkt, ja, es gibt noch einen Freiheitsparameter, es gibt eine Konstante, die ich hinzufügen kann, die das ganze Modell in sich geschlossen lässt, also man kann das quasi nicht unterscheiden, und das ist diese sogenannte Lambda-Einstein-Konstante. Man bezeichnet sie oft auch als Vakuumenergie, weil was sie nämlich effektiv bewirkt, ist, dass während sich das Weltall ausdehnt, gleichzeitig neue Energie entsteht.
Also man könnte auch vielleicht sogar von kontinuierlicher Schöpfung sprechen. Und Einstein selbst war das irgendwann zuwider und auch viele anderen damals und haben gesagt, nee, das passt irgendwie nicht, deshalb wurde diese Konstante einfach gleich Null gesetzt. Und dann wurden dann diese Standardgleichungen von Einstein, kam diese Konstante nicht vor. Als man dann diese dunkle Energie entdeckt hat, hat man gesagt, aha, vielleicht war die Konstante doch nicht Null und wäre das damit die Erklärung für die dunkle Energie. Was jetzt für uns wichtig ist, diese Erklärung mit der Einstein-Konstante passt sozusagen im Standardmodell der Kosmologie, im Standard allgemeine Relativitätstheorie-Modell drin, weil sie quasi eine Konstante innerhalb dieses bestehenden Modells ist. Also man muss dafür quasi keine neue Theorie, keine neue Naturkraft, nichts Neues machen, sondern nur sagen, diese Konstante ist ungleich Null. Und dann hat man quasi eine Quelle für Energie dazu. Es gibt aber auch andere Ansätze, die deutlich weitergehen und die dann eher in Richtung von, ich sag mal, einer Art neue Physik gehen, die sozusagen das klassische Feld der allgemeinen Relativitätstheorie verlassen und neue Elemente hineinbringen. Einer davon ist der sogenannte Quintessenzansatz. Da wird ein dynamisches Feld postuliert. Also die Einstein-Konstante Lambda ist einfach eine Konstante, deshalb heißt sie auch so. Aber man kann auch dynamische Felder, die sich im Laufe der Zeit, im Laufe des Raums noch verändern, hinzufügen. Dann werden die Gleichungen natürlich viel komplizierter, auch viel komplizierter zu lösen. Und solche Felder könnte man dann als so eine Art hypothetische fünfte Fundamentalkraft der Physik bezeichnen, weil man einfach keinen blassen Schimmer hat, was das sein könnte. Also man könnte es grob sagen, was man tut, ist, man passt die Gleichungen an, man bringt neue Physik rein oder neue Energiequellen rein und schaut dann, wie müssen die aussehen, damit man das Ganze insgesamt erklären kann. Und insgesamt erklären heißt, dass man quasi die Messung der dunklen Energie dadurch quasi versteht, wo sie herkommen und trotzdem die normale Befunde, die man hat, dass zum Beispiel die allgemeine Relativitätstheorie innerhalb von unserem Sonnensystem, aber auch in Galaxien, dass die trotzdem gültig ist, auf der Skala sozusagen, wo man solche Messungen macht, die muss natürlich erhalten bleiben, weil da passt sie ja 100% genau und mit dem Beobachten überein. Deshalb muss das natürlich dann so gebaut werden, dass sie eben da keine Zerstörung dann der allgemeinen Relativitätstheorie bringen, weil dann hätte man die dunkle Energie erklärt, aber dafür einen anderen Bereich, der nicht mehr passen würde. So ein Quintessenzfeld soll deshalb auch sehr leicht sein, wie man sagt, weil es dann sehr wenig Interaktion mit Materie hat. Mit anderen Worten, wir würden nichts davon merken, aber auf der ganz großen Skala im Gesamtuniversum würde man etwas davon merken. Dazu gehört vielleicht eine Sache, die habe ich jetzt leider nicht auf einer Folie, aber die ist schon, denke ich, sehr wichtig. Wie hoch ist dann eigentlich die mittlere Dichte im Universum? Ja, wir kennen hier natürlich eine sehr hohe Dichte auf der Erde, wo wir stehen. Und wir wissen, auch in Sternen gibt es noch viel höhere Dichten. Oder in Neutronensternen oder in weißen Zwergen und so weiter. Aber die mittlere Dichte ist ja das, wenn ich die Gesamtmaterie des Universums, so wie wir die kennen, wenn ich die sozusagen wirklich gleichmäßig verteilen würde. Und da die mittlere Dichte liegt bei so 10 hoch minus 26 Kilogramm pro Kubikmeter. Das sagt einem das wahrscheinlich nicht allzu viel, was das bedeutet, außer dass das eine sehr kleine Zahl sein muss. Und ich hatte letzte Woche an anderen Stellen einen Vortrag gehalten, da hatte ich das mal ein bisschen umgerechnet, was das bedeutet. Also man stellt sich jetzt mal vor, ich habe einen Würfel mit einer Kantenlänge von 50.000 Kilometer. Das ist ungefähr so viel wie viermal Erde nebeneinander aufgereiht. Und dann mache ich einen Würfel raus, also vier Erde nebeneinander in der Breite und in der Höhe. Dann habe ich also 64 Erdkugeln. Dann habe ich ungefähr ein Volumen von 50.000 Kilometer hoch 3. Ja, also ein ziemlich großes Volumen. Und in diesem Volumen befindet sich dann genau 1 Gramm Materie. 1 Gramm. Das ist die mittlere Dichte im Weltall. Also sehr, sehr gering. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man auch, dass diese ganzen Theorien, die versuchen, diese dunkle Energie zu erklären, dass die immer von sehr kleinen Effekten reden.
also fast nicht messbar sozusagen, und trotzdem mit hoher Auswirkung, wenn man sich das ganze Weltall anschaut. Also es braucht sozusagen, könnte man sagen, nicht viel Energie pro Kubikmeter oder pro Kubikquadratkilometer, braucht es nur sehr, sehr wenig Energie, um die Beschleunigung des Weltalls zum Beispiel zu vergrößern, ja, statt zu verkleinern. Aber trotzdem sind die Effekte messbar und deshalb muss es die Energie irgendwie geben. Ja, zu der Quintessenzansatz hier eine Formel, die ich gefunden habe, aber nicht 100% sozusagen erklären kann. Man schaut dann sozusagen, was muss dann der Druck, die Dichte und das Potenzial von so einem Feld sein, damit es halt eben genau diese Bedingungen genügt, dass es eben im also im kleinskaligen Bereich, zum Beispiel unser Sonnensystem oder auch unsere Galaxie, dass man da fast nichts davon merkt, also fast unmessbar, und weit außen auf große Distanzen und große Skala dann trotzdem einen Effekt erzielt. Ja. Es gibt aber auch noch andere Erklärungsversuche, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Eines davon ist das sogenannte Graviton. Wir wissen ja, wir haben ja die vier fundamentale Kräfte der Natur. Wir haben ja die starke und schwache Wechselwirkung und dann haben wir die elektromagnetische Kraft und die Schwerkraft. Das sind die vier, die man heutzutage kennt, auch wenn, wie gesagt, oft über eine fünfte nachgedacht wird, die dann unbekannt ist. Und diese haben alles so ihre sogenannten Austauschteilchen. Bei der elektromagnetischen Kraft sind es die Photonen, bei der schwachen Wechselwirkung sind es die W- und Z-Bosonen und es sind die Gluonen, wenn es um die starke Wechselwirkung geht. Und bei der Gravitation, ja, da ist man sich eigentlich schon seit langem nicht 100% sicher und einig, gibt es das sogenannte Graviton, also wechselt auch die Gravitation sich über so ein Austauschteilchen aus und ist der quasi damit quantifiziert und kann man das messen, dieses Graviton. Jetzt ist es so, dass man bei den anderen Wechselwirkungen, die Gluonen und Bosonen haben Masse, das Photon hat keine Masse. Und in der klassischen Gravitationstheorie, also mit klassisch meine ich jetzt auch die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, da hat das Graviton auch keine Masse. Also so wie das Photon hat es eine Masse von Null und breitet sich dann auch mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und hier gibt es aber auch Erklärungsversuche, die sagen, was wäre, wenn das Graviton doch eine Masse hätte? Also wenn das Graviton, dieses Austauschteilchen der Gravitation, selbst eine Masse hätte. Die müsste nur sehr, sehr gering sein, also aber eben nicht null. Ja? Und man könnte deshalb auf Deutsch von schwere Schwerkraft reden. Was wären dann davon die Folge? Die Idee, die ist an sich schon recht alt, also in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde ja schon darüber nachgedacht, dass Schwerkraft halt mit massiven Austauschteilchen verbunden werden sein könnte. Neuerdings wird dieses Thema Massive Gravity sehr stark von Professor Dr. de Ram aus England vertreten. Und es gibt viele alternative Gravitationstheorien. Ich zeige da gleich auch nochmal eine Übersicht. Aber einige von diesen Vertretern, sag mal, die wissen es auch, wie man das sozusagen medienwirksam präsentiert. Ja? Wissenschaftler sind oft so, dass sie im stillen Kämmerlein sich was ausdenken, es dann in irgendeinem Artikel in Astrophysical Journal oder sowas publizieren und dann wissen noch 20 andere Wissenschaftler auch, was sie gemacht haben. Aber in der Öffentlichkeit wird es oft gar nicht diskutiert. Und dieser Professor der Ram hat es irgendwie geschafft, das deutlich medienwirksamer zu machen. Und deshalb merkt man dann auch, wenn man einfach nur nach alternative Theorien sucht oder sowas, dass das dann überall aufpoppt. Und deshalb habe ich dieses Beispiel hier auch mit reingenommen. Die Folge von so einem Graviton mit Masse größer Null wären, dass Gravitationswellen sich eben langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das ist dann auch das Kriterium, an dem man sie möglicherweise messen kann. Wir wissen allerdings, dass Gravitationswellen auch sehr schwer zu messen sind. Erst seit letztem Jahr ist es überhaupt möglich, sie zu messen. Und jetzt ist die spannende Frage, kann man messen, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit geringer ist als die des Lichtes? Wenn ja, dann wäre das ein Indiz für so ein schweres Graviton. Die Effekte wären dann, dass die Gravitation eben Mühe hätte, auf sehr große Distanz zu wirken. Normalerweise geht man davon aus, dass die Gravitation bis ins Unendliche wirkt. Sie wird zwar natürlich immer kleiner,
aufgrund der größeren Distanzen, aber sie hat trotzdem noch ihre Wirkung. Und wenn das Graviton jetzt schwer wäre, dann würde die Wirkung quasi schneller abnehmen, als man normalerweise annimmt. Und das wiederum bedeutet, dass wenn die Galaxien weit auseinander sind, dass sie einfach weniger voneinander angezogen werden und deshalb weniger gebremst werden durch die Gravitation. Und das könnte dann eine Erklärung sein, dass wir eben diese größeren Distanzen messen. Also das Weltall wäre dann auch nicht, würde sich nicht beschleunigt ausdehnen, sondern die Bremswirkung wäre einfach geringer, sozusagen. Die Theorie, die kann man auch sehr schön im Internet, heutzutage gibt es ja zu allen möglichen Themen wunderschöne Videos, die man sich anschauen kann. Und ich habe tatsächlich hier zwei gefunden. Es gibt einen sehr interessanten, der steht hier oben als erster genannt, einen sehr kurzweiligen Vortrag darüber von nur vier Minuten, die einfach versucht, das zu erklären. Und ich finde das immer wunderschön. Da lernt man manchmal viel mehr, als wenn man versucht, 20 Seiten komplizierte Artikel zu lesen. Professor Daram persönlich hat es auch in den sogenannten TED-Talk, das sind ja so diese Talks, ich weiß nicht, ob jemand das was sagt, so ein TED-Talk, da wird quasi über irgendein Thema vor dem Publikum was Neues, was Interessantes vorgetragen. Er hat sie selbst gemacht, allerdings der Vortrag geht 15 Minuten und deshalb würde ich den jetzt auch heute nicht zeigen, aber den anderen, den kurzen, den will ich euch zumuten. Dauert ja vier Minuten, ist allerdings auf Englisch und relativ schnell gesprochen, aber das Video ist halt sehr schön gemacht, auch mit schönen Bildern und guten Erklärungen. Deshalb denke ich, dass es gut zu folgen ist und wie gesagt, vier Minuten, das sollte man überstehen. Deshalb versuche ich das jetzt mal hier. So, habt ihr das alle mitbekommen? Ungefähr, denke ich mal. Was sie am Ende sagt, man kann tatsächlich diese Theorie daran prüfen, ob die Geschwindigkeit, mit dem Gravitationswellen bei uns ankommen, von irgendwelchen Ereignissen, die weit weg stattgefunden haben, ob die unterschiedlich ist als die Lichtgeschwindigkeit. Also die redet hier ja von diesem Merger von einem Black Hole. Also das ist natürlich ein sehr massives Ereignis im Weltall, wenn sich zwei schwarze Löcher sozusagen auf einmal zusammentun. Das sollten da messbare Gravitationswellen rauskommen. Und wenn wir dieses Ereignis quasi im sichtbaren Licht oder im Röntgen sehen würden und die Gravitationswellen gleichzeitig messen würden und die kommen dann aber später an als das Licht, also wir sehen den quasi, der passiert und kurze Zeit später kommen die Gravitationswellen bei uns an, dann hätte man den Beweis, dass das Graviton massiv ist. Ja. Solche Messungen gibt es noch nicht, von daher kann man das im Moment noch in die Zukunft legen, aber Messungen von Gravitationswellen werden heutzutage ja immer besser und genauer und ich denke, bald hat man hier auch eine Antwort, ob so eine Alternative Hand und Fuß hat oder letztendlich dann auch wieder in die Tüte von nicht zutreffenden Theorien eingepackt werden muss. Ich hatte schon gesagt, es gibt sehr viele Gravitationstheorien. Auf Wikipedia findet man eine schöne Übersicht, Theories of Gravitation, und man sieht die hier auch. Und das ist fast erschlagend, wenn man sieht, wie viele unterschiedliche Ideen Leute schon hatten, wie Gravitation vielleicht ein bisschen anders sein könnte, um dunkle Energie, dunkle Materie oder wenn möglich sogar beide dann auf einem Schlag zu erklären. Und ich hatte hier auf der vorherigen Seite nur noch einen zusätzlich genannt. Das ist ein Professor Erik Verlinde, weil es ein Niederländer ist, muss ich den natürlich nennen, der auch eine Entropic Gravity Theorie entwickelt hat, der ähnlich wie die anderen Theorien, die ich genannt habe, die Gravitationsbeobachtungen genauso erklären würde auf der kleinen Skala, also im Sonnensystem, in der Galaxie, aber der dann gleichzeitig eine gute Erklärung liefern würde für dunkle Materie und sogar dunkle Energie. Auch der stellt seine Theorie vor, wenn ihr später den Vortrag habt, dann könnt ihr das gerne mal euch anschauen. Das geht allerdings eine ganze Stunde. Gut, wie gesagt, viele Theorien und jetzt hatten wir heute schon einige davon ein bisschen betrachtet. Wir haben Massive Gravity kurz betrachtet und wir haben, natürlich ist der klassische Theorie von Newton auch eine Alternative, die allerdings zuvor da war, bevor Einstein kam. Und wir haben auch diese Entropic Gravity kurz genannt von Professor Verlinde. Und jetzt steht hier noch eine vierte, FR Gravity.
Wenn man hier jetzt nach Chamäleon sucht, dann findet man es nicht, weil FR Gravity ist nämlich die Chamäleon-Theorie. Chamäleon ist einfach nur der, soll ich sagen, der populäre Name dafür. Oft in der Literatur wird sie halt als FR Gravity bezeichnet. Und deshalb gehen wir ja da jetzt mit weiter. Was hat es mit dieser Theorie auf sich? Warum wird sie so genannt und was tut sie genau? Es handelt sich hierbei um eine postulierte, also vermutete fünfte Fundamentalkraft, also außerhalb von den vier schon genannten. Und es ist eine reine Vermutung, weil es für diese Theorie wie für viele andere Alternative immer noch keine Beweise gibt. Also es ist wirklich eine Theorie. Das Chamäleon könnte man dann das zugehörige Austauschteilchen nennen, so wird es dann wenigstens oft erklärt. Und warum nennt man das so? Erstmal, dieses Chamäleon wird sich im Nahbereich verschleiern, also direkt vor der Nase wird man es nicht messen können. Und wenn es aber weiter weg ist, dann ist die schon messbar, aber die Masse von diesem Chamäleon-Teilchen würde sich der Umgebung anpassen. Das heißt, umso dichter die Umgebung ist, umso schwerer wird dieses Teilchen. Und da kommt der eigentliche Name her. Und das ist halt die hinterliegende Theorie. Wie gesagt, diese Theorie ist ein Postulat. Also das ist natürlich immer schwer zu sagen, wo kommt sie genau her. Ich habe wirklich gesucht nach einer Erklärung, die auch verständlich ist. Also wenn man die ursprünglichen Artikel dazu liest, also ich wenigstens habe sehr schnell aufgegeben, da kommt man nicht mehr mit, was da beschrieben wird. Und die beste Erklärung, die ich gefunden habe, wo man noch einigermaßen mitkommen konnte, war aus diesem Artikel hier. Da hat eine Gruppe Simulationen gemacht, über wie Galaxien entstehen können, wenn man diese Theorie annimmt. Die Frage war nämlich, ja, wenn so eine sag mal, besondere Gravitationstheorie, würde die zum Beispiel verhindern, dass Galaxien entstehen können, dann könnte man die quasi abhaken, dann würde sie ja nicht funktionieren. Weil wir sehen ja Galaxien, so wird dann argumentiert. Und deshalb haben die quasi ausführliche Simulationen gemacht, wo sie diese Theorie annehmen und dann schauen, würde Galaxien dann noch genauso entstehen, wie wir sie kennen, oder würden sie anders aussehen? Also da quasi wird im Computer getestet, ob die Theorie stimmen kann oder nicht. Ist an sich schon interessant. Und in diesem Artikel haben sie dann aber auch einen ganz kurzen Auszug oder eine Übersicht, was diese Theorie eigentlich ist, gegeben. Und es ist manchmal so, wenn nicht die eigenen Autoren, sondern anderen das beschreiben, dass sie das manchmal etwas klarer machen, weil sie das auf einem etwas niedrigeren Niveau machen. Was wir hier in dem Artikel sehen, ist, dass sie letztendlich, das ist die Einstein-Gleichung, die wir uns vorher auch schon angeguckt haben. Und normalerweise in Einstein gibt es nur diese Term G hier und diese rechte Term. Also hier ist quasi der Term, der die ganze Raumkrümmung und Metrik beschreibt. Und hier rechts ist eben dieser Energieimpuls-Masse-Tensor. Wenn ich nochmal ganz kurz zurückblättere, einfach zum Vergleich, damit man es besser versteht. Also das hier zusammen, wird dieses G genannt, das große G. Also hier steht eigentlich nur G gleich dieser Term mit dem T drin. Und in dieser alternative Theorie werden quasi einige Terme hinzugefügt. Man sieht das hier unten. Also diese ganzen mittleren Termen, überall wo das F drin steht, quasi, die werden zusätzlich hinzugefügt. Also die Einstein-Gleichungen werden ziemlich aufgeblasen, könnte man sagen, um eben diese Theorie zu beschreiben. Jetzt hat natürlich diese Theorie auch, wie gesagt, seine Beschränkungen, in dem Sinne, dass sie Randbedingungen erfüllen muss. Und die wichtigste Randbedingung ist immer, dass alles, was wir bislang mit der allgemeinen Relativitätstheorie gut erklären könnten, dass wir das immer noch erklären können. Das heißt, dass sie in den Bereichen, wo das gut passt, natürlich das gleiche Ergebnis liefert. In den Bereichen, wo die allgemeine Relativitätstheorie nicht gut passt, muss sie quasi dann andere Ergebnisse liefern, die dann der dunklen Energie zum Beispiel entsprechen. Und deshalb können die dann auch ableiten, wie dann die Form von dieser Funktion in etwa sein muss, damit das halt eben erfüllt ist. Und so funktionieren solche Theorien. Das hier ist der Anfang von diesem Artikel und das ist ein Bild aus diesen Artikeln. Und die haben also Simulationen von Galaxien gemacht, wie die entstehen können. Und man sieht hier, insbesondere die Farbgebung hier ist wichtig. Hier oben wurden bestimmte Parameter angenommen für diese Chamäleon-Gravitation
Und die bewirken, dass im Zentrum einer Galaxie, das ist hier dieser dunkle Bereich, dass da die Effekte genauso sind wie an der allgemeinen Relativitätstheorie, aber weiter außerhalb werden sie anders. Ja. Hier unten haben sie andere Parameter angenommen und da sieht man, dass auch im Zentrum das hell ist, was bedeutet, auch im Zentrum der Galaxie wird man schon Unterschiede merken. Und mit solchen Tests vergleicht man dann, ja, dass unten ist ein unzulässiger Bereich. Es würden zwar Galaxien entstehen, aber sie wären anders, als wir sie kennen und damit wäre schon nachgewiesen, dass die Theorie dort nicht stimmt. Bei diesen Parametern hier, die Sie hier angenommen haben, scheint es im Inneren der Galaxie alles zu stimmen und im Außenbereich verändert sich das dann und das wäre dann ein Hinweis darauf, dass die Theorie in den Bereichen quasi richtig wäre. So eben diese Zusammenfassung aus dem Artikel. Ja, wie würde jetzt diese Gravitation das Problem der dunklen Energie dann genau lösen? Man könnte sagen, diese Gravitationstheorie, dieses Chamäleon, ist quasi eine generische Verallgemeinerung der allgemeinen Relativitätstheorie. Also sie war ja schon allgemein, die Relativitätstheorie, sie wird jetzt noch allgemeiner gemacht. Und es geht ja hier genau um die Wahl dieser Funktion f. Also diese unbekannte Funktion, die irgendwie mit der Raumkrümmung zusammenhängt, dafür steht das R, die unterliegt Randbedingungen, aber sie ist trotzdem sehr, sehr flexibel. Das heißt, sie hat mehrere Parameter, die man anpassen kann, um zu schauen, wie passt die Theorie. Und was man jetzt einfach nur macht, ist, dass man die Funktion eben so wählt, dass sich die beschleunigte Ausdehnung des Weltalls automatisch dann ergibt. Also man passt die Parameter an und dann hat man die beschleunigte Ausdehnung des Weltalls. Man kann es auch so sagen, die freien Parameter werden so angepasst, dass Theorie und Beobachtung miteinander übereinstimmen. Das ist quasi in Zusammenfassung, was das macht. Ja, und daraus, ich habe mal versucht, ein vorläufiges Fazit daraus zu ziehen, was sicherlich noch kein finales ist und auch die Theorie ist noch in Entwicklung. Sie bekommt aber sehr viel Beobachtung in der Literatur, also sie wird oft zitiert, sie wird oft genannt. Wird oft darauf verwiesen. Also das ist eines dieser Theorien von der Riesenliste an alternative Theorien, die es irgendwie, die sich weiter nach vorne bewegt haben und von vielen Kosmologen auch ernst genommen werden, im Gegensatz zu vielen anderen Theorien, die dann nur von ein oder zwei Personen verfolgt werden und von anderen halt entweder nicht beobachtet oder abgelehnt werden. Man muss aber dazu sagen, es ist im Moment ein reines Ad-hoc-Postulat, wie auch eben viele andere Gravitationstheorien. Mir persönlich ist ehrlich gesagt unklar, warum man hier von einer fünften Fundamentalkraft redet. Weil da es ja eine Abwandlung der Gravitationstheorie ist, würde ich persönlich sagen, es ist eine alternative Gravitationstheorie und nicht eine extra fünfte Fundamentalkraft, die man da braucht. Aber vielleicht stecke ich da auch nicht tief genug drin. Deshalb wäre ich auch dankbar, wenn wir mit dem einen oder anderen hier im Raum, der sich da vielleicht auch auskennt, mal diskutieren können, warum das jetzt eine fünfte Fundamentalkraft oder Elementarkraft sein soll. Jetzt gibt es ja sehr viele Gravitationstheorie-Alternative, die immer den gleichen Ansatz verfolgen, der auch hier verfolgt wird, dass im Nahbereich das alles, was Newton gefunden hat, was Einstein gefunden hat, enthalten sein muss und dass sie im Fernbereich die dunkle Materie und wenn möglich auch sogar noch die dunkle Energie erklären können. Also auf beide wird dann immer geschaut. Manche Theorien können nur das eine erklären und manche können beides erklären. Diese Chamäleon-Gravitation kann die dunkle Energie erklären, aber nicht die dunkle Materie. Das muss man auch dazu sagen. Da sagt man, der hat andere Gründe, da müssen wir ja eine separate Sache suchen. Aber wenn man es auf diese Ebene betrachtet, muss Einstein enthalten, erklärt dunkle Energie, dann ist sie natürlich sehr ähnlich zu den anderen Erklärungsversuchen mit dieser Lambda-Konstante und auch die Quintessenz-Theorie, die ich ja schon genannt habe. Nun kann man sagen, ist das jetzt eine richtige Vorgehensweise? Einfach einfach eine Formel hinzuzunehmen, die dann Parameter hat und die Parameter passt man an und dann passt das alles. Ist das jetzt legitim oder nicht? Nun, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, weil wie funktioniert dann überhaupt Naturwissenschaft? Ja? Die Gründe für die Naturgesetze
die werden man in der Regel nicht ergründen können, auch wenn man immer einen Schritt weiter geht, aber dass man den Grund hinter der Beobachtung sucht, aber dann muss auch wieder ein Grund dahinter liegen und wieder ein Grund dahinter. Und so richtig an die eigentliche Quelle kommt man ja eigentlich nicht. Es bleibt eine beschreibende Wissenschaft. Eine Ursache sozusagen, da haben sich zwar Leute dran gemacht, wie Stephen Hawking, zu sagen, das ist ja alles aus einer Vakuumfluktuation entstanden oder sowas, aber letztendlich bleiben die Ursachen im Dunkeln liegen, wenn man jetzt nicht an einen Schöpfer glaubt, der das alles geschaffen hat. Und deshalb kann man schon sagen, am Prinzip ist ja die Vorgehensweise legitim zu sagen, ich ergänze die Gleichungen einfach so, dass es dann passt. Ja? Natürlich mit gewissen Randbedingungen. Man könnte auch sagen, auch Newton ist so vorgegangen. Newton hatte ja die keplerische Gesetze vorliegen, die drei Gesetze von Kepler, und hat gedacht, kann man das irgendwie zusammenfassen in eine Theorie. Also da hat sich nicht Gedanken gemacht, wie Gravitation entsteht, sondern einfach, wie beschreibe ich sie möglichst einfach. Und das ist dann auch ein bisschen ein Unterschied, den ich hier sehe. Die keplerischen Gleichungen, die waren relativ komplex, und Newton konnte zeigen, hey, wenn du nur ein einfaches Gesetz hast, Masse mal Masse geteilt durch Abstand Quadrat, funktioniert, dann leiten sich daraus die keplerischen Gesetze automatisch ab, die sind sozusagen enthalten. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, ja, jetzt haben wir es verstanden, wie es funktioniert. Sowas Ähnliches hat man auch bei der Einstein-Theorie gehabt. Ich habe das hier unten stehen, die allgemeine Relativitätstheorie, die hat sozusagen wirklich hinter den Beobachtungen gedacht. Einerseits die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, dann die Tatsache, dass schwere und träge Masse identisch sind, das Äquivalenzprinzip. Und dann noch die Möglichkeit, dass der Raum gekrümmt sein kann, ja, mit der riemannischen Geometrie. Und die drei Komponenten zusammen haben dann diese Theorie ergeben. Könnte man sagen, das ist schön in sich geschlossen. Was man jetzt hier aber mit diesen zusätzlichen Theorien macht, ist, dass man quasi diese Einfachkeit wieder aufbricht und was ganz Komplexes mit reinnimmt, um das Ganze in der Summe erklären zu können. Und das hat natürlich immer die Gefahr eines sogenannten Overfittings. Also wenn ich quasi weitere Komponenten hinzufüge mit freien Parametern, dann habe ich irgendwann genug freien Parameter, um einfach alles zu erklären. Egal, was ich beobachte, ich passe die Parameter so an und dann passt es zwar, aber Overfitting bedeutet immer, ich mache es besser passend und ich habe es weniger gut verstanden. Ja? Das hat man auch in der sogenannten Vorhersage, also wenn ich eine Zeitreihe habe von, ich sage mal, Wetterdaten aus den letzten 10 Tagen, und ich versuche daraus ein Modell zu machen für den nächsten Tag. Da kann man einfach eine Linie durchlegen, das ist vielleicht kein gutes Modell, da kann man viele Parameter mit reinnehmen. Aber wenn ich zu viele Parameter mit reinnehme, die jeden Tag aus der Vergangenheit exakt erklären, dann auf einmal wird die Vorhersage für den nächsten Tag schlecht. Weil dann habe ich nur die Vergangenheit overfitted, also exakt modelliert, und den nächsten Tag passt es nicht mehr. Ja? Deshalb ist das eine Gefahr, die man hier hat, dass man mit zu vielen freien Parametern halt eben letztendlich zwar ein passendes System hat, aber nicht mehr versteht, was es bedeutet. Dabei kann man sich natürlich die offene Frage stellen, die ich auch hier stehen lasse, muss die Physik einfach sein, damit sie richtig ist? So hat ja Newton argumentiert, ja? So haben auch Maxwell mit seinen elektromagnetischen Gleichungen argumentiert, so hat Einstein argumentiert. Einstein war am Anfang sehr unglücklich, als er noch nicht die riemannische Geometrie des gekrümmten Raumes, also die nicht-euklidische Geometrie, kannte, dann sahen seine Gleichungen, die sahen hässlich aus, ja, und hatte gesagt, irgendwie kann das nicht richtig sein, das ist viel zu kompliziert. Und dann hat er mit der riemannischen Geometrie dann das sozusagen in einem sehr eleganten Modell gegossen, dann sah es einfach aus, ich habe ja vorher die Gleichungen gesehen, und dann hat er gesagt, ja, jetzt passt es, jetzt verstehe ich das. Das heißt, hinter diese ganze physikalische Theorienentwicklung steckt ja oft so die Idee, es muss einfach sein, damit es richtig ist. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Einerseits, wir wissen, wir haben einen Schöpfer, der natürlich die Dinge so kompliziert machen kann, wie er möchte, damit es richtig funktioniert. Auf der anderen Seite hat er sie offensichtlich auch so gemacht, dass wir Menschen sie verstehen können und Berechnungen damit machen können und Technik entwickeln und Planetenbahnen verstehen und alle Mögliche. Das heißt, die Schöpfung hat den Anschein, als hätte der Schöpfer sie extra für uns so gemacht, dass sie verstanden werden kann und einfach ist. Der Peter hatte das vorher auch auf einer Folie stehen, sie ist erforschbar für uns.
Und deshalb ist hier die Frage, wenn man dann die Theorie sozusagen wieder sehr komplex macht, indem man alles Mögliche hinzufügt, damit sie passt, dann hat man irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht der letzte Schritt. Da muss noch vielleicht ein Einstein 2 oder sowas kommen, der sagt, das muss man ganz anders sehen und auf einmal passt das Ganze wieder in sich zusammen und funktioniert. Wie gesagt, das ist kein finales Fazit, das sind nur meine Gedanken dazu und an der Stelle möchte ich auch beschließen und wir haben noch Zeit für Fragen. Dankeschön.